Servus! So, heute geht's nämlich auf den Seinskopf rauf. Dann hatsche ich da oben ein bisschen umeinander. War es eine Bullenhitze natürlich wieder. Ich hatte wieder meine Saunahose dabei. Und dann habe ich an einem wunderschönen Platz Brotzeit gemacht. Und dann gehen natürlich noch ein paar geile Grüße raus. So, jetzt nehme ich euch mit auf den 3D-Flug. Das ist die gesamte Strecke, die ich heute gegangen bin. Es geht natürlich hier noch eine kleine Vorstraße entlang, aber dann links rauf. Gutes, geiles, steiles Stück. Steil ist geil. Und natürlich da oben wird es dann wieder entspannter. Ich bin jetzt dann natürlich nicht ganz nach hinten durch. Ich wollte dann noch auf andere Gipfel, aber die habe ich mir heute gespart. Dann bin ich hier wieder runtergegangen. Alles ganz entspannt. Bisschen Latschen, bisschen Wald. Und dann kommt man aber unten auch recht zügig wieder auf die Forststraße und dann geht es auch wieder zurück. Das alles wurde bereitgestellt von Autoactive. Schaut's vorbei. Oh, jetzt geht's wieder los, dass es richtig, richtig kalt ist. Wie schon gehört, jetzt geht er auf den Seinskopf. Wie es dann oben weitergeht, werden wir dann sehen. Geht's am Parkplatz los, hab ein paar Polen getroffen. Wie man sieht, kein Patrick da. Schon, nee, der macht heute Pause, weil er muss sich erholen. Nicht von den schweren Touren. Auch ein Stapfowat wird mal krank. Ja, ich hatte es halt letztes Wochenende. Seinskopf heute. Eigentlich war ich der Annahme, dass ich Schöttelkarspitze gehen soll. Aber meine Uhr zeigt darüber. Ja, ich habe die Tour selber rausgesucht. Komisch. Also, ich befinde mich gerade hier an dem Bereich bei der Gabelung. Da geht es hier jetzt unten zum Fluss runter und dann geht es hier rüber den Weg weiter und trifft dann wieder oben auf die Forststraße. Im Prinzip kann man auf der Forststraße bleiben, dann kommst du oben wieder raus. Ansonsten machst du halt einen Abstecher und gehst da unten am Fluss entlang und hatscht ein bisschen durch den Wald durch und kommst dann oben wieder raus. Schön, oder? Eine schöne Brücke. Da kommt man nämlich hier an der Brücke an und jetzt Obacht geben. Glaube ich, vor der Brücke da links und dann. Weil hier hinten versteckt sich natürlich auch ein Schild. Und ich glaube, da am Fluss entlang. Da bin ich rausgekommen. Das ist die scheiß Forststraße, wo ich vorhin gesagt habe, ich würde ja eher zur Schöttelkarspitze raufgehen. Und was steht da? Schöttelkarspitze. Aber wer schön idyllisch braucht, ja, wer schön am Fluss entlang gehen möchte, wer nicht auf eine Forststraße gehen möchte, der geht einfach mal eine Strecke und dann kommst du sowieso wieder an der Forststrecke raus. Jetzt kommt dann mitten auf der Forststraße hier so ein Schild. Eigentlich wird es auf der Forststraße hier weitergehen. Da wollte ich ja gar nicht hier, sondern ich will woanders hier. Weil über meinen Gipfel komme ich dann nochmal rüber zur Schöttelkarspitze. Also, dann geht es nämlich hier an dem Schild, da geht es dann auf. Genau, so machen wir das. Mit dieser Abzweiger ist ungefähr hier und da geht es dann den Lausberg hoch. Ist schon ein gutes Stück, ist auch knackig, macht Spaß, weil wir wissen ja, steil ist geil. Und da haut so ordentlich die Soße raus. Habe ich mir erstmal umgezogen, Oberteil alles aus, Mützen runter, einen auf den gemacht und natürlich hier. Ich habe sogar Löcher reingeschnitten, aber nicht jetzt, das habe ich schon daheim. Also den Ausblick, den finde ich Bombe. Der ist auch schön. Der ist auch schön. Und der da hinten, der ist auch schön. Alles ist schön. So schön. Also irgend so einen Zwischengipfel oder sowas habe ich schon. Da drüben scheint auch schon was zu sein. Da klettern sie rauf. Da ist ein großes Gipfelkreuz. Jetzt werde ich wahrscheinlich nur noch darüber gehen. Und laut meiner Strecke geht es eigentlich runter. Vielleicht gehe ich noch da drüben rauf. Ich habe heute wieder die Killerhose an. Die ist wirklich nur was, wenn es draußen Minusgrade hat. Drüben Karwendel. Da geht's Obi. Darüber. So eine schöne Aussicht.
Wunderschön. Nachhinein kann ich sagen, okay, das war der Lausberg, als ich da oben stand. Da steht er wirklich unten am Boden, so ein mini kleines Kreuz aus Stein oder sowas. Ja, da stand ich ja, wie gesagt, hier gerade oben, da kann man jetzt noch rübergehen. Da gibt es noch da drüben ein Gipfelkreuz und dann ist man eigentlich gleich am Signalkopf drüben. Da hinter mir ist jetzt so ein Kreuz, da könnte ich noch raufgehen. Da sind auch ein Haufen Stufen reingehauen, aber ich mag nicht. So, wir gehen zum Seinskopf. 20 Minuten, da wollte ich hin. Und jetzt muss ich echt aufpassen. Und von da unten komme ich gerade her. Genau, schön. Und Alpenschickerie war auch schon wieder da. Gehen wir da lang. Da steht Seinskopf. Das ist jetzt alles. Was ist jetzt schon? Wo ist das Gipfelkreuz? Überhaupt. Hey. Also ich habe jetzt da so neue Windmuffen drauf. Es geht ordentlich der Wind. Wir werden wahrscheinlich eh kein Ton haben. Aber vielleicht bringt es ja was. Surprise, Motherfucker. Ja, bin jetzt am Seinskopf. Muss jetzt, glaube ich, eh darüber. Von der Uhr her. Mal, warte, ich schau mal. Ja, eh darüber, weil es dann da drüben wieder runter geht. Gut, hier stand ich gerade beim Seinskopf. Hier ungefähr. Jetzt hat man das natürlich mit dem ganzen Schnee nicht gesehen, dass hier oben ein Weg entlang geht, den man bestimmt wunderschön entlang gehen kann. Ich bin hier unten entlang gesabbelt, um den Berg herum und dann an der Stelle hier Pause gemacht. Ich werde jetzt erstmal Pause machen. Und was ist da? Das Gipfelspezi. Ich warte ja mal, bis irgendwann mal Paulana kommt und uns mal so ein paar Paletten Spezi hinstellt. Aber dazu müssten wir wahrscheinlich vom Kanal her noch ein bisschen wachsen und Reichweite bekommen, als dass sich's lohnt. Schön. Da hinter euch müsste ich jetzt rauf. Aber ganz ehrlich, das will ich lieber mit dem Stapfomaten machen. Das hebe ich mir auf, weil ich glaube, der ist heute eh schon ein bisschen traurig, dass er nicht mit kann. Und wenn ich schon hier sitze und dann aufschaue, dann haue ich mal Grüße raus nach Franken. Und zwar an draußen bleibt's gesund und an Markus. Mal zwei Franken. Genau. Weil da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Gestern habe ich noch mit Alpine Summits geschrieben. Der meint, der war da auch schon im Winter oben. Aber ich glaube, wir machen mit den Jungs einfach mal zusammen was. Weil noch schreiben wir irgendwie miteinander. Aber ich glaube, es wird echt Zeit, dass wir mal was tun. Ein super Panorama mit Paulana. Spezi. Auf geht's. Also hier saß ich und habe Pause gemacht und bin dann auch hier abgestiegen hier runter. Das nächste Mal werde ich dann mit dem Stapfomaten natürlich das Feldernkreuz mitnehmen und dann Schöttelkarspitze. Das kann man alles noch ausweiten, da kann man bestimmt hier unten rum noch latschen. Genau, bis zum Feldernkopf rüber. Säuernscheid und dann hier rüber bis zur Säurenspitz und dann geht man hier wieder runter übers Jöchel, dann hier weiter runter und dann kommt man hier auf einen wunderschönen Forstweg, der dann hier oben eigentlich auch wieder dazu trifft, wo ich rausgekommen bin, an der Ochsenalm. Ja, und dann geht man den Weg wieder zurück. Das wird die nächste Tour sein. Wie es hier ausschaut, sind wir an der Schafkehre. Also normalerweise darauf, das schenke ich dem Patrick und wir gehen jetzt einfach hier den Weg wieder runter Richtung Mittenwald. Auf jeden Fall, das ist das Ende. Wo geht's nach Mittenwald? Dann sind wir wieder auf der Forststraße. Ja. Also hier kann man nochmal raufgehen. Ich meine, das wird die nächste Tour sein, die ich mit dem Patrick mache. Oder wir hier raufgehen und dann können wir gleich da oben rechts auf diese zwei Gipfel da aufgelatschen. Was jetzt ein bisschen ätzend ist, ist der lange Heimweg da über die Forststraße und das macht bestimmt keinen Spaß. Also mir macht es nicht immer Spaß. Die Tour an sich war echt entspannt. Das waren jetzt knapp 1000 Höhenmeter, die man rauf geht. Vom Schnee her alles super. Grödel habe ich dann zum Runtergehen vor allem angezogen, weil da noch vereiste Stücke waren, würde ich schon empfehlen. Von der Landschaft her wunderschön. Dafür hast du aber natürlich wenig Betrieb da oben. Heute waren es nur 10 Leute, die mir da entgegenkamen. Bin mal gespannt auf das große Ding da oben und dann freue ich mich aufs nächste Video. Viel Spaß!